Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach ein tolles Hautpeeling selber machen könnt, was die abgestorbenen Hautschüppchen entfernt und die Durchblutung anregt. Was ihr braucht, sind 2 Esslöffel Kaisernatron, ganz normales Natron, und etwas Wasser. Das Ganze, das Natron macht ihr in ein Schüsselchen und fügt so viel Wasser hinzu, dass ein Brei entsteht. Macht es möglichst nicht zu flüssig, sonst läuft es euch nämlich das Gesicht runter und das ist dann auch unangenehm. So, wenn das Ganze eine breiige Konsistenz hat, ich zeige es euch mal, dann verteilt ihr das auf dem Gesicht, spart aber die empfindliche Augenpartie bitte aus. Dann sanft reiben im ganzen Gesicht und mit was kurz einwirken lassen und mit Wasser wieder abspülen. Danach bitte eine Feuchtigkeitspflege verwenden und dann ist die Haut toll gepflegt. Ich sage euch, wer es einmal ausprobiert hat und diesen klaren, frischen Teint nach einem Natronpeeling erlebt hat, ich schwöre euch, der bleibt dabei. Ganz viel Spaß wünsche ich euch damit. Liebe Grüße!